Es gibt keinen Ort, an dem ich gleichzeitig meine Unbedeutsamkeit als kleiner Mensch und meine Macht als Bewohnerin dieses Planeten so deutlich spüren kann wie in den Bergen. Wir Menschen haben, wie sich gezeigt hat, die Macht dazu, das Klima aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir diese Macht gemeinsam nutzen, um in der Zukunft damit den Klimawandel einzudämmen. Entscheidend ist, dass ich mich frage, wie kann ich meinen CO2-Fußabdruck verringern? Für jeden Kilometer, den man Auto fährt, schmelzen 2 Kilo Gletschereis. Da muss man kein Mathematiker sein, um sich auszurechnen, dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn ich den Zug nehme, statt im Auto. Es ist schon klar, dass diese individuellen kleinen Schritte alleine nicht reichen, wenn sich nicht Politik und Wirtschaft entschieden in Bewegung setzen. Ich finde, wir sollten sowieso damit aufhören, das alles als Verzicht zu bezeichnen. Weil jeder Schritt, den ich dazu beitragen kann, dass die Erde weiterhin lebendig bleibt, ist doch nichts anderes als Selbstfürsorge. Und damit ein Gewinn und eben kein Verzicht. Und es ist nicht zu spät, jetzt damit anzufangen.